Willkommen zurück hier bei The Witcher 2 Assassins of Kings, noch immer in unserer wunderschönen kleinen Stadt hier und diesmal im Auftrag dieser hysterischen Menge, die gar nicht so groß ausfällt. Ja, scheinbar hat unser guter Weihrauchhändler hier doch etwas mit giftigen Kräutern zu tun. Wir wollen das mal herausfinden, Freundchen. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ja, du verkaufst also Drogen. Es heißt, eine deiner Räuchermischungen sei eine starke Droge. Eine Droge? Bei mir? So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Eine gewisse Dame sagte, es wirkt wie Fistech. Wer weiß, was auf die Dame sonst noch wie Fistech wirkt. Ich würde sagen, erneut greifen wir auf unser Zeichen zurück. Ich weiß, dass etwas daran nicht normal ist. Ja, da hast du recht. Ich stelle seit Jahren Räuchermischungen zusammen. Das war doch einfach nur ein Duft. Wie kann ich ahnen, dass die Leute anfangen, sich damit zu vergiften? Außerdem, ich kann es ihnen ja nicht verbieten. Das sind deine Nachbarn. Warum willst du sie vergiften? Halte es einfach zurück und... ja, sie werden auch nicht mehr vergiftet. Du lebst seit deiner Kindheit mit den Leuten zusammen. Warum willst du sie vergiften? Du hast recht, Hexer. Oh. Okay. Verschlossen. Ja, die Texturen sind eindeutig schlechter als vorher. Ab dem nächsten Video werde ich auf jeden Fall die Einstellungen wieder umändern. Nee, das gefällt mir nicht. Ja. Meine Belohnung, bitte. Ich sehe, du hast es geschafft. Ich danke dir im Namen Flotsams. Hier ist deine Belohnung. Ein Laden voller Träume. Das wäre damit erledigt. Alles in Ordnung? Tja, so schnell sorgt man für Recht und Ordnung. Wir wollen zusehen, dass wir jetzt wieder unsere andere Aufgabe verfolgen. Genau hier. Geruch von Weihrauch. Unser guter Gelehrter, der ja angeblich die Arzneimittel untersuchen wollte. Davon glaube ich natürlich gar nichts. Ach so, du schläfst hier erstmal eine Runde. Beide schlafen so. Sehr sicher hier in der Stadt. So. Ja, dann würde ich sagen, raus hier. Aufgepasst, Monster. Ja, das Bild ist leider jetzt natürlich nicht ganz so scharf, wie gesagt. Aber scheinbar bringt es wirklich etwas gegen die Abstürze. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten regel. Ich möchte eigentlich nicht an den Texturen sparen, aber naja. Wohin gehst du? Was ist das für eine Frage? Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Bitte was? Ja, einerseits zahlen natürlich die Kaufleute gut, aber scheinbar liegt etwas zwischen unserer guten Triss und Sheala. Du bist so blass geworden, als wir Sheila begegnet sind. Ach was, du hast dich geirrt. Ja, ich würde sagen, sie sollte uns die Wahrheit offenbaren. Ich kenne dich zu gut. Sheila ist eine der mächtigsten Zauberinnen. Kein Grund, sich vor ihr zu fürchten. Ich weiß, dass man ihr nicht trauen kann. Sie manipuliert so gern und ist sehr verschlagen. Was konkret lässt dich darauf schließen? Sie weiß genau, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Und dann tut sie, als wüsste sie es nicht. Und warum? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, was sie im Schilde führt. Mal sehen, ob ich es herausfinde. Was hast du vor? Ich gehe mit ihr auf die Jagd. Aber zuerst muss ich Cedric finden. Dann lass uns zu ihm gehen. Er ist auf der Wachplattform. Okay, scheinbar werden wir dann erst diese Aufgabe erledigen. Ich komme gleich zu dir, mein guter Gelehrter. Wir folgen Triss hier in dieses kleine Vordörfchen oder Vorörtchen von Flotsam. Und es sieht schon toll aus, oder? Bindegarn heißt der Ort. Und wir sehen zu, dass wir Cedric erreichen.
Imbolg. Es ist bald ein Jahr her. Muril wäre glücklich an einem Tag wie diesem, Seherin. Genieße deine Erinnerungen an sie, statt in Trauer zu versinken. Ich bemühe mich. Doch ihr Verschwinden lässt mir keine Ruhe. Lass andere, Seide, deine Erinnerungen nicht vergiften. Hass ist nur ein Schutz vor Hilflosigkeit. Danke, Cedric. Waffel. Waffel. Also scheinbar ein Elf, der sich hier mit den Menschen gut getan hat, auch wenn er auf mich wirkt wie ein Skoriatel. Sehr verwirrend. Cedric. Bist du Cedric? Wer will denn das wissen? Geralt von Riva. Ah, der Hexer. Und? Triss Merigold. Du duftest so gut, Triss. Cedric, sieh mich an. Was willst du, Geralt von Riva? Oh, ich will so einiges, wie es aussieht. Fangen wir mal ganz einfach an. Ich suche nach Arbeit für Hexer. Ich muss ein paar Orens verdienen. Hast du vielleicht eine Aufgabe für einen Hexer? In diesem Wald kann kein Hexer arbeitslos sein. Es wimmelt hier von Monstern. Wobei das eigentlich nicht erstaunlich ist. Warum nicht? Weil verfluchte Orte solche Kreaturen anziehen wie Aas, die fliegen. Auf der Lichtung stand vor langer Zeit ein Haus, in das die Irren gesperrt wurden. Im Krieg gegen Nilfgaard ist es abgebrannt. Die Irren sind in ihren Zellen verschmort. Seitdem lastet dort ein Fluch. Erst neulich wollten zwei Draufgänger sich dort umsehen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Erzähl mir noch etwas über das Haus. Das war ein altes Herrenhaus, das als Irrenanstalt benutzt wurde. Im Krieg mangelt es nicht an Verrückten und es war immer gut gefüllt. Kaplan Mirkai hat sie im Haus eingeschlossen und versorgt. Wenn es dir gelänge, die beiden Leute zu finden, die in den Brandruinen des Irrenhauses verschwunden sind, wäre sicher eine Belohnung für dich drin. Von ihnen oder ihren Familien. Joa, warum eigentlich nicht? Natürlich, ich versuch's. Ich werd's mal versuchen. In den Fängen des Wahnsinns. Such nach den Ruinen des Irrenhauses. Ja, aber wir wollen natürlich auch Monster jagen. Ich will hier auf die Jagd gehen und brauche ein paar Ratschläge. Ich bin kein Hexer, lege nur Fallen. Ich habe die Aufgabe, die Neckar von Bindegarn fernzuhalten. Das ist alles. Mir geht's um größere Beute als Neckar. Um den Greis? Den Kairan? Na, endlich ist Loredo mal großzügig. Aber was kann ich einem Hexer groß vom Monsterjagen erzählen? Wenn du zahlst, kann ich eine nützliche Falle anfertigen. Was wäre das für eine? Eine, die durchbohrt oder lähmt oder als Köder wirkt, was immer du willst. Damit kann ich ohne Mühe Neckar fangen. Du könntest damit den Greis zur Strecke bringen. Ah ja, er könnte also für uns Fallen herstellen. Ja, wer war Muriel? Die Elfin, von der ihr gesprochen habt. Was ist mit ihr geschehen? Seherin glaubt, dass der Wald sie geholt hat. Und du? Muriel ist vor einem knappen Jahr verschwunden. Manche meinen, dass sie einfach zu schön war und die Däune ihr wehgetan haben müssen. Glaubst du das? Ohne Beweise glaube ich nur meinem Instinkt. Und der sagt mir, dass es nicht der Wald war. Das hast du Seherim aber nicht gesagt. Es hat doch keine Bedeutung mehr. Vielleicht hat sie jemand umgebracht. Vielleicht ist sie aber auch einfach fortgegangen. Daran kann weder Seherim etwas ändern, noch ich. Traurig aber wahr. Wobei wir eventuell ihr Schicksal aufklären könnten. Ja, wer bist du und warum bist du eigentlich hier? Das ist eigentlich... Oder wer bist du und was machst du eigentlich hier? Das ist mal eine gute Frage. Wie gesagt, dass er als Elf hier mit einem Bogen bewaffnet, beinahe wie ein Skoriatel wirkend auf der Plattform steht, ist ja schon eigenartig. Wer bist du eigentlich? Einer, der die Menschen vor den Gefahren des Waldes warnt. Erklär mir das bitte. Ich bin schon alt, selbst für einen Elfen. Der Wald ist noch viel älter. Ich lebe seit Jahren darin. Ich verstehe ihn. Ich kann das nicht erklären. Manchmal irre ich mich. Dann kommen die Leute nicht zurück. Du hilfst den Menschen? Ich weiß einfach, ob man hineingehen darf oder nicht. Okay. Vielleicht komme ich wieder, wenn du nüchtern bist. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der nicht ganz klar bei Gedanken ist. Ja, erstmal, was wollen die Eichhörnchen erreichen? Mit Eichhörnchen, wie gesagt, sind die Elfen gemeint. Für was kämpfen die Skoriatel? Fragst du nach denen von früher, die unsere Rasse zu alter Größe zurückführen wollten? Oder nach denen, die jetzt ums Überleben kämpfen oder sich in selbstmörderischer Rache ergehen? Zu welcher Gruppe zählst du die Krieger Jorvet?
Wenn es darum geht, woran sie glauben, dann scheint es mir, dass sie den einzig richtigen Standpunkt vertreten. Aber so wie sie handeln, sind sie nur noch ein Schatten ihrer vergangenen Größe. Sie halten an ihren Illusionen fest, bis Strick oder Schwert sie von ihnen befreien. Oder sie werden sich der Wahrheit selbst bewusst, was noch schlimmer ist. Mhm. Ja, vielleicht komme ich wieder, wenn du nüchtern bist. Vielleicht komme ich nochmal her, wenn du nüchtern bist. Hexer sollen ja lange leben. Dann hast du vielleicht eine Chance. Der war lustig. Ja, handeln. Köder, Köder. Köder, Falle. Handwerkszutaten, Rezepte. Rezepte, Falle, Essenzen. Öl, ja. Halt Standardkram. Lumpen, die Sachen können wir verkaufen auf jeden Fall. Feuerbrunst. Mutagene haben wir auch mittlerweile 2 Stück. Magisch und selten. Handwerk, die ganzen Runen hier, Gewicht 14. Holzklotz. Um Gottes Willen. Okay, verlassen. Nee, Cedric. Ja, ich mache Jagd auf den Kairan. Kannst du mir helfen? Das ist ja die Frage, weshalb wir überhaupt hier sind. Ich will den Kairan töten und hörte, du könntest mir helfen. Kommt drauf an, welche Hilfe du erwartest. Informationen. Man hätte ihn schon vor Jahren töten sollen. Jetzt? Ich weiß nicht. Er ist gigantisch, passt kaum ins Flussbett, hat seltsamen Bewuchs auf den Tentakeln und eine extrem dicke Haut. Früher hat er in den Sümpfen gelebt, in einem der Pontar-Zuflüsse. Da ist völlige Wildnis, nicht einmal die Skoyatell streifen dort umher. Er hat neulich ein Schiff zerstört. Seht euch das Wrack an. Sucht nach den Spuren. Wo denn? Geh nach Süden, tief in den Wald hinein. Dann nach Osten und zurück zum Fluss. Du findest eine zerfallene Brücke der Enseide und darunter das Wrack. Danke, Cedric. Das waren gute Informationen. Hol eine... Ich warte beim Wrack auf dich. Übertreibst du nicht etwas mit diesen Teleportationen? Das möchte ich auch gerne können. Hol eine Probe vom Kairan-Gift aus seinem Lager. Das hört sich gut an und ist sicherlich hilfreich. Na, Jakob? Tag. Was haben wir denn hier? Stichler, das hört sich in einer Falle an. Zaunrübe. Schön, dass sie an einem Baum wächst. Und hier können wir nach unten klettern. Kleine Grafikfehler. So. Braves Hündchen. Ganz braves Hündchen. Holzklötze haben wir mittlerweile wirklich genug. Hier hängen lecker Fische. Und hier können wir sogar reingehen. Probieren wir es mal. Ui, was ist das denn? Pfui. Bestimmt ein Troll. Gegen den möchte ich aber nicht kämpfen. Hervorragende Arbeit. Nicht wahr? Das Leder ist erstklassig und war in den Händen eines sehr guten Gerbers, der manchmal auch Otterfelle verarbeitet. Jagst du? Im königlichen Wald ist Jagen verboten, das weiß doch jedes Kind. Außerdem traut sich keiner mehr hin, dort herrscht die reinste Monsterplage. Offenbar gibt es in der Gegend reichlich Beute. Wenn du mich fragst, es braut sich ein Krieg zusammen. Nicht unbedingt. Die Skoyatell überfallen doch ständig Händler und liefern sich Kämpfe mit Soldaten. Ideale Umstände für Aasfresser. Hoffen wir also auf bessere Zeiten und gehen so lange unserer Arbeit nach, wie es uns die weisen Schriften lehren. Du sagst es. Ja, ein Gegenstand herstellen. Nee, nicht wirklich, aber handeln. Aufwertung aus solidem Leder. Aufwertung der Rüstung. Aufwertung der Rüstung mit Kettenringen. Der hat schöne Rüstungen, glaube ich.
Jacke aus gehärtetem Leder. Leichte Lederjacke. Solide Lederhose. Naja, ist auch nicht so tolles, muss ich sagen. Aber hier haben wir sehr viele Alchemiezutaten und ein Holzklotz. Nee, danke. Also Holzklötze haben wir wirklich mehr als genug. Aber Wahnsinn, dass man hier sogar vor der Stadt noch so viele Leute treffen kann. Serim. Jo. Der hat dann wohl nicht so viel zu sagen. Ja, du mir auch. Rein da. So. Scheinbar wohnt dann hier unten oder hier draußen wohl die Unterschicht in Form von Jägern und so weiter. Weil sich das ja eigentlich von selbst erklärt. Oh. Ach so, hier ist das Haus von ihm. Ja gut. Schöner das hier. Auch wenn ich natürlich ein Haus in den schützenden Stadtmauern bevorzugen würde. Nieder mit den Eichhörnchen. Boah, die kleinen Kinder werden hier schon so von der ganzen Propaganda und von dem ganzen Militär beeinflusst. So war es früher ja wirklich, aber hier sieht man das jetzt mal, wie schockierend das eigentlich ist, wenn Kinder rumlaufen und sagen, tötet die Eichhörnchen. Also, meine Güte. Korabs Frau. Wie geht es dir, Mütterchen? So halbwegs, mein Sohn. Was verschlägt dich nach Bindegarn? Die Königsmörder. Ja, ja, ich habe sogar Volltest überlebt. Jetzt überlebe ich noch Loredo und dann hält mich hier nichts mehr. Schön. Auch traurig, wenn man nicht mal einen eigenen Namen hat, sondern auf den Mann festgenagelt wird. Ich meine, wenn ihr jetzt eine Frau habt, die heißt... Und die heißt dann einfach nur, hier bitte beliebigen Namen einfügen. Frau ist ja schon ziemlich erniedrigend. Schöllkraut. Na? Hallo. Hallo. Ich glaube, der benutzt gerade das Weihrauch aus der Stadt. Oder den Weihrauch aus der Stadt, der abhängig macht. Mögen die Götter dich schützen. Das hoffe ich. Aber daran wage ich gleichermaßen zu zweifeln. Denn auch Geralt hat sicherlich in seinem Leben schon sehr, sehr viel Unrecht getan. Da bin ich mir sicher. So. Wie gesagt, diese kleinen Hausplündereien gehören einfach dazu. Nein, das habe ich ja schon erklärt. Ihr müsst mir unbedingt zuhören. Bitte? Ach, gar nichts. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Was war das denn? Achso, Holzklotz, haben wir noch gar keinen von. So, raus hier. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Genau, das ist der Grund. Na, Lieven? Ach, das hier ist ja schön, seht euch an. Wieso hat er zwei Schwerter? Mit Gänsen. Verliert er sie so oft? Und da ist der Hafen. Ach ja? Das ist ja schön. Richtig idyllisch hier unten. Ruhig zu einer anständigen Zeit zurückkommen. Was essen, dich mal ausschlafen. Hör auf, mir auf die Nerven zu gehen, Mutter. Arbeit, Schenke, Arbeit, Schenke. Du könntest endlich mal eine Familie gründen. Mutter, gib Ruhe. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Zu tun, zu tun. Du segelst ja sowieso raus und kommst nicht wieder. Mutter. Wie der Vater, so der Sohn. Segel doch in dein Verderben, bitte. Cool gemacht. Also Dialoge gefallen mir richtig gut. Ready. Ui, guck mal. Ja, sieht hübsch aus. So, du verrätst niemanden mehr, du Elfenschlampe. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich glaube, wir sind hier gerade in eine Konfrontation zwischen einer Elfe und ziemlich vielen Stadtwachen geraten. Wie das Ganze ausgeht und ob wir das Ganze vielleicht beeinflussen können, finden wir beim nächsten Mal heraus, Leute. Ich sage mit diesem kleinen Aufhänger vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.